Hallo, ihr Lieben. Heute nehme ich euch wieder mit und ich habe mich schon geduscht. Jetzt essen wir, ich und Finn, und er kriegt seine Medizin, weil er ein bisschen erkältet ist. Wir treffen uns heute mit meiner besten Freundin. Ich nenne sie immer Bibi, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, wir treffen uns eben immer, wenn wir samstags beide Zeit haben und nicht gerade irgendein Geburtstag ist. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall mit und ja, jetzt frühstücken wir. Ich stehe zurzeit mega auf Käse, deswegen haben wir eine Brothälfte mit Camembert, also Vollkornbrot wie immer, und eine mit Butter und normalem Käse, aber in Light und ein paar Rettichscheiben, genau, so heißt das. Finny hat wie immer seinen Toast, den er wahrscheinlich nicht isst, also er wird immer ein Toast, aber irgendwie isst er nie. Gell, Schatz? Und Camembert, und den isst er immer runter. Genau, und mal schauen, ob mir das reicht, weil ich habe zurzeit immer voll mega Hunger. Und da reicht mir das dann meistens nicht. So, wir haben jetzt fertig gegessen und ich habe mir jetzt noch einen Apfel aufgeschnitten und Finny isst ihn schön mit, weil er hat ja wieder fast nichts von seinem Toast gegessen, wie ich dachte. Genau, Apfel. Und ja, ich muss ihn immer schälen, weil es sonst im Hals juckt, aber irgendwie juckt es halt trotzdem. Ich bin voll das Allergieopfer. Die Haare habe ich ein bisschen geföhnt. Und wir versuchen heute mal früher loszukommen, weil ich gehe immer voll spät erst los, weil wir noch einen Mittagsschlaf macht und dann müssen wir noch 40 Minuten hinfahren zum Bällebad. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen früher, weil da kommt immer eine MAUS. Ja, ich spreche es nicht aus, weil er hier ist, weil sonst will er gleich los und das geht nicht. Ja, und die verteilt Lutscher und Ballons und ist eben so verkleidet wie eine. Wir passen die halt immer zur Zeit, weil wir so extrem spät loskommen. Und da ist eigentlich ganz cool, da kann man Kaffee trinken und auch so ein bisschen was essen, wenn man möchte. Und die Kinder haben daneben einen Bällebad, können da spielen. Und deswegen treffen wir uns meistens da. Dann kommen wir auch ein bisschen raus. Wäre echt im Überlegen, mir eine Vlogging-Cam zu holen, weil ich habe jetzt gerade wieder kein Handy mehr. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich hatte das Handy ja nur einen Monat ungefähr hatte ich das Handy und dann habe ich es einfach mal in der Küche auf die Ablage gelegt und nach 5 Minuten geholt. Und während dem Essen schaue ich öfter mal aufs Handy, gucke, was so Neues passiert in Instagram und so. Und dann sehe ich, dass es auf dem Display einfach gesprungen ist und oben gar nichts mehr geht, also nur die Hälfte vom Display noch bedienbar ist. Ja. Also ich habe wirklich nichts gemacht, ja. Ich habe auch mit Paddy tausendmal beteuert, dass ich echt nichts gemacht habe, dass es nicht meine Schuld ist, dass nichts draufgefallen ist. Jetzt haben wir es auf jeden Fall eingeschickt und ich habe schon gelesen, dass sowas anscheinend öfter passiert bei Sony. Und dass es aber da ganz schwer ist, das zu beweisen, weil die geben nicht zu, dass es ein Produktionsfehler ist. Es ist ganz auch schwer zu beweisen, dass das allein passiert ist und wie es war. Natürlich haben wir jetzt einen Kostenvoranschlag bekommen von knappen 200 € und das sehe ich nicht ein. Ich bin wirklich mega enttäuscht. Also erstmal das letzte Mal, wo es gebrochen ist. Okay, das war meine Schuld. Aber jetzt habe ich das nicht mal im Monat und es ist schon wieder kaputt und das hat trotzdem 500 € gekostet. Okay, wir haben es wieder zurückgekriegt, aber trotzdem. Und jetzt soll ich nochmal 200 € da rein investieren und nee, also wir wissen jetzt noch nicht genau, was wir machen. Entweder mein Verkauf ist einfach kaputt. Oder wir lassen es doch irgendwie reparieren. Und ich tue es dann verkaufen auf jeden Fall. Ich möchte es nicht mehr benutzen. Also ich war jetzt wirklich jahrelang Sony-Fan. Ich habe auch Sony Ericsson ewig, was weiß ich, schon mit 16, 17. Ich hatte immer nur Sony. Aber das war es jetzt wirklich. Also wenn man nämlich so verarscht wird, ja. Ne, also fällt mir einfach nichts mehr dazu ein. Genau. Jedenfalls habe ich deswegen gerade kein Handy, nur das HTC von Paddy. Der war so nett und hat mir das gegeben. Ja, weil ich dachte, ich kann damit vielleicht Vlogs drehen, aber nee, ihr habt ja bestimmt die Qualität gesehen und die war ja mal unter aller Sau und die Kontraste viel zu hoch geschraubt und was weiß ich und man wackelt halt einfach ganz schnell. Ja, auf jeden Fall bin ich deswegen am Überlegen, ob ich mir jetzt entweder ein iPhone hole oder ein Samsung oder extra nochmal eine Vlogging-Cam. Weil. Natürlich wäre so eine Canon Legria so wahrscheinlich am besten und es würde auch nicht so wackeln, weil die ganz anders gebaut ist. Ich meine, so ein Handy, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall bin ich das gerade so am Überlegen. Übrigens haben wir eine neue Couch. Hier seht ihr.
finde die voll toll und die macht unser Wohnzimmer gleich sowas von viel schöner. Das ist echt krass. Ja. Heute ist voll das blöde, trübe Wetter draußen, voll eklig, aber naja, es ist halt so ein Herbstwetter, ne? Voll die Augenränder. Ein bisschen mehr so. Ah, die Zähne sind schon voll gerade geworden, oder? Also ich finde, die sind echt gerade geworden. Ich habe gestern, weil mir langweilig war, mal wieder ein paar alte Vlogs von mir angeschaut und da sieht man richtig, wie der Zahn hier vorsteht, der da. Das tut er jetzt gar nicht mehr so. Naja. Gibt's auch bald ein Zahnspange-Update. In 4 Tagen habe ich den nächsten Termin. Ja. Genau, ich glaube, jetzt habe ich euch genug zugebabbelt. Ich meine, ich will heute ja noch was anderes filmen als mein Gelaber. Also, bis nach. So, wir sind jetzt da. Wir hoffen, dass die Maus jetzt noch da ist. Wir haben 20 nach 3. Und ja, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Meine Freundin kommt gleich. Und ja, ich habe heute Nacht ja ziemlich schlecht geschlafen, aber das erzähle ich euch, wenn ich sie erzähle. Also bis. Ich habe es mal wieder nicht lassen können und muss natürlich meinen Salat schon früher futtern. Und mir ist jetzt auch gefallen, jetzt seht ihr halt den von Bibi. Hier haben wir noch Spaghetti vom Finn, aber der mag sie nicht, also muss ich das essen. Dann haben wir einen Kuchen, weil das sah gut aus. Und hier haben wir mein Überbleibsel vom Salat und ein Stück Seitenwürstchen, was der Finn auch nicht mochte. Und das darf ich jetzt alles essen. Genau, weil Finn mag es nicht. Er isst lieber sein Lutscher. Ja, Finny.
Sag auch mal Dine zwischendurch. Dine! Oh, sitzen, sitzen! Oh. Finde ich immer sitzen, wenn... Mama ist geschockt. Na ja, also, nee, jo. So. Finde ich. Immer sitzen. Oh, du bist rot. Ist das rot? Ein bisschen warm. Ja, mit. Ja, und dann? So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Gerade angekommen. Paddy ist schon arbeiten. Ja, ich werde diesen Film fertig machen. Dann passiert eigentlich wahrscheinlich nicht mehr viel. Vielleicht spiele ich. Ja. Vielleicht spiele ich noch ein Computerspiel oder so, aber ja, sonst geht nicht mehr viel. Ja, die Team wie eh gleich ausschaut, die Hose, das macht nichts. Setz dich mal hin, dann machen wir mal die Schuhe weg. Ja, Moment. Irgendwie habe ich es jetzt total versäumt, die Dine mal zu filmen, aber bestimmt war das Absicht, die hat mich schön abgelenkt. Ja, Finn ist auch schon fertig. Wie ihr gesehen habt, hat es Finn ziemlich gut gefallen am Schluss. Und es ist ja immer so, dass die Kinder, immer wenn sie am meisten Spaß haben, dann kommen die Eltern und zerren sie weg. So war es bei uns auch. Aber die haben ja auch gleich zugemacht. Und deswegen hat er einen riesen Aufstand gemacht. Er hat wirklich geschrien und getreten. Und ich konnte wirklich nur so unterm Arm nehmen. Ja, aber mein Gott. So, es ist halt... Hat sich jetzt auch wieder beruhigt. Da kam deine Frau her und hat gesagt, wenn du aufhörst zu weinen, dann bekommst du einen Lolli. Und dann hat auch aufgehört. Ja, ich und Dine, wir haben dann noch eine Weile gequatscht. Eine halbe Stunde. Also bis 7:30 haben wir ungefähr gequatscht. Und dann wollten wir rausfahren und die Schranke war zu. Naja. Zum Glück waren noch andere da, die haben sie uns aufgemacht. Und ja, jetzt sind wir unsere Wege gegangen. Ach, ja. Wir treffen uns gern samstags, weil wir uns unter der Woche eben nicht so sehen, nicht mehr so. Früher war das mal anders. Cindy, was machst du? Naja, so ist es halt, wenn man erwachsen wird. So. Gibt's noch was? Genau, ich wollte mich noch ausheulen, warum ich so müde... Finn! Jetzt hat die Lampe ausgemacht. Ich wollte mich noch ausheulen, warum ich so müde war, ja. Und zwar wurde ich heute dreimal geweckt. Dreimal. Und zwar einmal um 2 Uhr, weil mich eine Schnake hier reingestochen hat, hier in den Finger. Ja, und es so gejuckt hat und ein Stich da ist richtig mies, weil man da einfach nicht richtig reiben kann. Das war das erste Mal. Dann ich natürlich panisch aufgewacht, mich erstmal gekratzt wie eine Irre. Gott, sehe ich auch schon wieder. Ja. Ich brauche mal ein besser deckendes Make-up. Und dann habe ich mich erstmal von Kopf bis Fuß mit so Insektenschutz eingesprüht. Also ich dachte eigentlich, es gibt keine Schnaken mehr, es ist ja kalt eigentlich. Weit gefehlt. Ja, gut, dann habe ich weitergeschlafen. Wache ich wieder auf, hat mich da eins reingestochen. Super, natürlich. Und es juckt auch immer so arg. Ich glaube, ich bin auch leicht allergisch dagegen. Ich bin dagegen fast alles allergisch. Und deswegen macht es dann halt mehr aus. Es ist echt der Home-Trainer, den man da so sieht. Ja, macht es halt noch mehr was aus und juckt mehr. Habe ich das wieder eingeschmiert und dann hat es mir gereicht. Dann bin ich auf die Suche gegangen und habe jeden Millimeter von diesem Schlafzimmer abgesucht, weil dann auch neben mir auf einmal, kennt ihr das, wenn ihr denkt, ja okay, jetzt werde ich verschont und dann auf einmal kommt das macht einen ganz irre. Und habe dann auch 3 erschlagen, glaube ich, und ja, hatte dann endlich meine Ruhe. Wobei, wenn dann noch eine war, die war bestimmt satt, weil alle, die ich totgeschlagen habe, haben nicht geblutet. Das heißt, es war nicht der Blutsauger, der mich erwischt hat. Aber dass es um die Jahreszeit überhaupt noch welche gibt. Und natürlich müssen die alle auf mich los. Und ja, dann war ich halt 2-mal wach. Das 2. Mal war dann so um 4:30. Und dann um 5 habe ich geschlafen, weil es hat er natürlich gebraucht, alles abzusuchen, die totzuschlagen und so weiter. Genau. Ja. Gut, ich denke, dass es das jetzt war. Nächstes Mal filme ich Dine. Ich schwör's. Komm nicht mehr drum rum. Und dann hoffe ich, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao!